Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind unterwegs zu Carmen, um ihr vom Treffen mit ihrem Lover zu erzählen, der sich nämlich in einen Werwolf wandelt. Da ist Sultan, den werden wir direkt mal fragen, ob der weiß, wo Yevin steckt. Ich habe gegen einige Profis gespielt. Hey, hey! So gut waren die gar nicht. Jetzt könnt ihr um richtig große Summen spielen. Echte Trickser sind schwer zu finden, aber Spiele mit ihnen werden legendär. Aha. Ich frage mich, ob es einen besseren Spieler als mich gibt. Ja, die sind wirklich schwer zu finden. Oh yeah. So. Da müssen wir runter. Heißt Carmen. Wir könnten noch mal eben gucken, ob Siegfried da ist. Ob man den mobilisieren kann. Für Triss und Leuwarden. Oder ob man jetzt wirklich an die Skyatel gebunden ist. Weil man den unten in der Kanalisation, in der Bank geholfen hat. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Hui. Beruhigt euch. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt? Aber ich... Ihr habt versucht, die Beweise zu vernichten. Ihr seid persönlich hinuntergegangen. Doch. Ihr habt den Skoyatel geholfen zu fliehen. Wir haben die Kikimori-Kadaver gefunden. Die Skoyatel allein hätten das nie geschafft. Wäre das nicht gegen das Gesetz, würde ich euch persönlich töten. Lasst mich in Ruhe, Verräter. Gut. Das war's dann wohl mit der Loyalität von Siegfried. Und der flammenden Rose. Ergo müssen wir Yevin finden. Vielleicht ist er auch bei Vivaldi. Schließlich hat Yevin Vivaldi geholfen, irgendeine Lizenz oder so wieder zu finden. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Ja. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent... Ich wollte es gerade sagen, wir wissen es doch. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Wie heißt ihr wirklich? Wie heißt ihr wirklich? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Das heißt... Carmen, die Prostituierte, ist nichts anderes als Hela Ware. Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben? Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Verdammt, das wäre eine Carmen und ich müssen die Einzelheiten erörtern. Ich versprach Carmen ihr fünf Blätter Hundsblätter. Ich sollte demnächst bei Carmen vorbeischauen und sehen, ob die Medizin gewirkt hat. Nur mein Mann zählt jetzt noch. Okay, funktioniert jetzt nicht sofort. Machen wir einfach mal ein Nickerchen. Bis zum nächsten Tag. 22 Stunden. Das ist lang. Also, mir würden die Knie wehtun. So viel ist sicher. So. Was das gebracht hat. Ja? Hat das Hemd Vincent geheilt? Hat das Hemd... Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Ja? Lebt wohl. Ich muss alle bekannten Arzneien für Lykanthropie ausprobieren. Wie
Ich muss alle bekannten Arzneien für Lykantropie ausprobieren. Carmen sagte mir, dass es hemmlich funktioniert hat. Wir müssen die anderen Methoden ausprobieren. Welche haben wir denn noch? Naja, wie dem auch sei. Wir gehen jetzt erstmal zu Vivaldi. Wobei, Kalkstein. Der ist doch so ein Alchi. Der kennt sich doch mit sowas bestimmt aus. Dann können wir nämlich gleich, wenn wir bei Vivaldis Haus waren, uns in den Sumpf teleportieren. So, wenn er nicht hier ist, der Jevin. Doch, da sitzt er. Perfekt. Was sagten Vivaldi eigentlich dazu, dass wir ihm geholfen haben? Was führt euch hierher? Gar nichts. Lebt wohl. So, Jevin. Mobilmachung. Willkommen, Wolf. Seid gegrüßt. Ihr seid unbeschadet zurück. Und Vivaldi hat seine Bank wieder. Oder bekommt sie zumindest bald. Genau. Das sind gute Neuigkeiten. Hat euch jemand Probleme bereitet? Nein. Und das ist seltsam. Ich habe den Eindruck, dass euch jemand schützt. Und damit meine ich nicht die Götter. Ich wüsste nicht, wer. Was wünscht ihr, Wolf? Jevin, glaubt ihr wirklich, ihr könnt gewinnen? Ich habe ein Angebot. Wollt ihr, dass die Salamandra vernichtet werden? Jevin, glaubt ihr wirklich, ihr könnt gewinnen? Glaubt ihr, ich möchte sterben? Ich würde den Tod und Wochen der Folter nicht aus Spaß riskieren. Genau das erwartet mich, wenn ich erwischt werde. Eindeutig. Um ehrlich zu sein, Geralt, jedes Zugeständnis, selbst das winzigste Grundrecht, wäre ein Sieg. Der Prozess muss beginnen. Und jetzt ist es an der Zeit. Ja, kleiner Bauchredner, der Jevin. Ich habe ein Angebot. Wollt ihr, dass die Salamandra vernichtet werden? Sie sind auch Däune und sie bereiten mir viele Sorgen. Was schwebt euch vor? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ich kann nicht behaupten, dass ich erpicht darauf bin, aber da ihr mir geholfen habt... Heißt das, dass ihr euch mit ihnen treffen werdet? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neun Narrakord, in Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht, aber für euch finde ich einen Weg. Wir sehen uns dort, Wolf. Wartet auf unser Signal. Okay, Jevin ist mit dabei. Ich sollte zu Triss gehen und ihr von dem Geheimtreffen erzählen. Geheimtreffen in einer Taverne? Ja, ich doch irgendwie. Naja. So, mal gucken, ob Kalkstein zu Hause ist. Vermutlich nicht. Den Fisch nehmen wir mit. Den Stein auch. Und die Beeren. Oh, da ist noch eine Holztruhe. Noch ein Fisch. Noch mehr Beeren. Oh. Wohin wollen wir gehen? Zum Trumpf im Sumpf. Mal schauen, ob Kalkstein helfen kann. Was den Werwolf angeht. Da läuft er. Ja. Sehr gut. Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykantropie heilt? Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykantropie heilt? Käme auf einen Versuch an. Der Trank ist für einen Werwolf. Der Liebste einer jungen Maid. Normalerweise würde ich ablehnen, aber ich schulde euch was. Mal sehen. Zutaten da, Geräte da. Kommt später wieder, ja? Wäre Rubedo nicht besser. Kommt später wieder. Okay, können wir raus und wieder rein?
Ich glaube, man könnte bei dem Spiel die Spielzeit auch um die Hälfte reduzieren, wenn Geralt ein bisschen mehr Elan in seine Stimme bringen würde. Ja. Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Ach, Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Wir haben doch den Jungfrauen-Tränen-Trank. Ich brauche die Träne einer Jungfrau. Ich muss mich unter den Stadtfrauen umhören. Was? Ja. So. Teleporter benutzen. Zum Labor. Formeln. Teufelsbewusst Petris Wundertrank. Nein, Medizin für Triss, König und Königin, Kuss, Katze. Frauentränen. Ist das das? Mal schauen. Wir gehen zurück zu Carmen. Dann versuchen wir mal so eine Frauenträne zu brauen. Ich bin wütend. Ja? Vermutlich auch keine Jungfrau mehr. Lebt. Ihr bringt nur Ärger. Willkommen. Ein prächtiges Mannsbild. Wäre ich nur ein paar Jährchen jünger. Seid gegrüßt, Großmütterchen. Lauter. Ich höre schlecht. Ich bin nur eine alte Frau. Aber meine Enkelin. Rosige Wangen, langes, lockiges Haar und die... Naja, wie Äpfel. Klingt wunderbar, Mütterchen. Oh ja. Klingt wunderbar, Mütterchen. Sie serviert Essen im Gasthaus. Ich mache mir Sorgen, weil sie jede Nacht allein ins Dorf zurück muss. Doch sagt an, was wollt ihr von mir? Warum so wortkarg heute, Großmütterchen? Warum so wortkarg heute, Großmütterchen? Ich hab zu viel geredet. Jetzt ist mein Hals etwas trocken. Was? Ist hier irgendwas passiert? Ist hier irgendwas passiert? Woher soll eine alte, taube Frau das wissen? Aber ich könnte euch Dinge erzählen. Tut das. Immer das alte Lied. Waldschratte pinken in die Milch, nachts heulen die Wölfe, Fledermäuse beißen Mädchen. Das ist der Lauf der Dinge. Warum so Wort? Ich habe auch du. Was? Warum so? Was können wir denn schenken? Irgendwas Hochprozentigeres? Haben wir nicht dabei. Für wen haltet ihr euch? Ja, weiß ich auch nicht. Was ist da los? Arme Frau, nein. Ich glaube, Huren brauchen wir wegen Jungfrauentränen gar nicht zu fragen. Ja? Lebt wohl. Gehen wir nochmal in die Feuerstelle.
und Brauen eine Frauenträne. So, mal gucken, ob das was bringt. Ja? Nee. Lebt wohl. Juhu. Haben wir überhaupt den Trank bekommen? Von, wie heißt er? Kalkstein? Jo, da ist er. Okay. Nicht, dass wir den jetzt vergessen haben. Gut, wo bekommen wir jetzt die Jungfrauentränen her? Alten Frauen von definitiv nicht. Elfin? Elfen und Zwerge unter einem Dach. Nein. Halbelfin? Seid auf der Hut, wenn ihr hier bleibt. Auch nicht. Die Zwerge hier noch, Jungfrauen? Puh. Die Stadt Donan? Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Vielleicht von den Krankenschwestern. Oh Gott, nicht, dass wir uns hier tot suchen müssen. Kann ich euch helfen? Vergebt mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Aha. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Meine Lungen. Jetzt kann ich kaum den Trank bringen. Fluch. Ihr werdet schon wieder. Ich verspreche es. Gibt ihr doch was zu klauen? Nein. So, also zurück zu Carmen. In der Hoffnung, dass es dann jetzt endlich hilft. Hey, hast du mich? Du Knirps. Ja? Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Ich muss Carmen bald besuchen, um zu sehen, ob die Medizin gewirkt hat. Also nochmal rasten. So. Hat's gebracht? Ja? Hat der Trank gewirkt? Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt, aber es ist nichts passiert. Wir finden eine andere Lösung. Ja? Oh boy, es heißt, dass wahre Liebe Bestien Menschen verwandelt. Es heißt,
Hat der Hierophant, glaube ich, gesagt, Liebe, wenn ich mich recht entsinne. Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Nun, Hexer sind schwerlich Experten in Liebesdingen. Hört zu, es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Ein Werwolf, der ein Schwein ist. Es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Okay, also mit dem Hauptmann rechnen. Könnt ihr doch eigentlich auch selber machen. Vincents Posten. Da geht's lang. So, mal sehen, was Vincent zu sagen hat. Hier geblieben. Seid gegrüßt. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen. Aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexe. Liebe kann Berge versetzen, aber... Es muss wahre Liebe sein. So. Dann bringen wir diese romantische Liebesgeschichte doch jetzt langsam mal hoffentlich zum guten Ende. Zum Happy End sozusagen. So, ich hoffe, das ist der letzte Botengang. Damit wir uns auch endlich mal hier auf die wesentlichen Dinge fokussieren können. Nur mein Mann zählt jetzt noch. Also nochmal eine Nacht schlafen. Haben wir überhaupt noch genug Steinchen dabei? Naja, 11 Stück noch. So, den dritten Tag meditiert. Geht ja nur um ganze Königreiche, die sonst fallen könnten, ohne unsere Hilfe. Ja? Ich sprach mit Vincent. Ich sprach mit Vincent. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Endlich. Wenn mir so viel daran liegt, Gerald, du sagst es. Hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... Na egal. Ich will ja nichts heraufbeschwören. Na egal. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Wahre Liebe kann Wunder wirken. So, Quest abgeschlossen. Das wurde auch Zeit. Die Schöne und das Biest.
So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können jetzt zurück zu Triss und Leuwarden gehen. Ich sollte zu Triss gehen und ihr von dem Geheimtreffen erzählen. Das machen wir. So, wo geht's nochmal rüber? Ins Händlerviertel. Also wieder bei Vincent. Den Weg können wir langsam in Schlaf gehen. Ja, können wir auch eigentlich meditieren dabei. Während wir rüberlaufen. Hallo, Sultan. Hallo, Vincent. Habt ihr noch was zu sagen? Seid gegrüßt. Nein. Lebt wohl. So, ich vermute, wir nähern uns dem letzten Akt. Also, in Akt 3, Kapitel 3. In der Hoffnung, dass die Salamandra nun ein für alle Mal zerschlagen wird. Ach! Ich wollte es gerade sagen, hier regnet es auch, aber die Sonne scheint. Müssen wir mal einen Regenbogen Ausschau halten. Regen. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Vögel reinlassen. Zu Triss. Gucken, ob die zu Hause ist. Ihr seid ja ein ganz gefährliches. Es hat schon nach Regen ausgesehen. Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Vögel reinlassen. Mit euren ich bete. Hallo Stadtbewohner. Wenn sie nicht hier ist, ist sie mit Sicherheit wieder im Gasthaus bei Leuwarden. Wir werden hier. Nein. Da ist er. Sprecht und dann geht mir aus den Augen. Hör zu, ich habe Verbündete gefunden. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Gut, okay. Heißt das, dass wir in Kapitel 4 theoretisch nicht mehr in Vysima sind? Was passiert dann mit unserer Kiste? Ich bin bereit. Wir treffen uns. Beziehungsweise mit den Habseligkeiten in der Kiste. Ich informiere die interessierten Parteien. Woher wisst ihr, wer? Ich bin eine Zauberin, erinnert ihr euch? Und ihr denkt so laut, dass ich nicht anders kann, als eure Gedanken zu lesen. Na, upsie Daisy. Ich sollte zum neuen Narakord gehen. Das machen wir. So. Auf geht's. Platz da. Das ist doch gut, wenn man nass wird. Außer die Haut. Brrr. Ups. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. So. Oh. Vincent, du auch hier? Ihr seid in Gefahr. Was? Warum? Was? Die Bürgerwehr erfuhr von euren Treffen. Die Salamandra haben Spione in der Armee. Ihr müsst fliehen. Das werde ich nicht. Ich muss mit den anderen reden. Die Salamander werden bald hier sein. Was? Dann trotze ich ihnen. Los, lauft weg. Ihr habt wohl keine hohe Meinung von mir? Ich lasse euch nie und nimmer im Stich. Ich dachte mir schon, dass ihr bleibt und kämpft. Meine Leute sind bereit. Sehr gut, Vincent. Sie kamen freiwillig. Ihr könntet getötet werden. Sollte euch etwas geschehen, wird Carmen uns an die Gurgel springen. Stadtwachen? Wie konntet ihr? Ihr seid nicht die Einzigen mit Informanten in der Armee. Vincent, es war töricht, sich mit dem Hexer zu verbünden.
Ihr habt keine Chance. Wir werden sehen. Wow. Das ist euer Ende! Haben wir das richtige Schwert? Ja. Vincent muss am Leben bleiben. Wir natürlich auch. So, da liegt der Erste. Da liegt noch einer. Und der letzte Salamander liegt auch. Wieder eine Hure aus dem Elendsviertel. Wahre Liebe. Liebe, die sogar einen Fluch überwindet. Ein Märchen. In einer Welt voller Häme und Gemeinheit, einer Welt voller Banditen und Mörder. Heißt es so schön? Liebe immer noch Wunder wirken. Ja klar. Wenn etwas verloren scheint, sollte man kämpfen. Ein Märchen. Ein Hexermärchen. So, ich sollte mich besser sofort mit Triss und Leuwarden treffen. Oh Mann, Vincent. Da ist auch nicht mehr viel von übergeblieben. Okay. Die Treppe hoch geht's im nächsten Teil. Bis dahin macht's gut. Und danke fürs Zusehen. Tschüss!